Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, eure Lemmingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichst willkommen zu dieser weiteren Runde Champions of Mordor. Es geht wieder mal um die Häuptlingswürde hier in Kirith Ungol, seit wir ja leider einen unserer gestandenen Kameraden verloren haben. Und ja, gucken wir jetzt einfach mal, wer hier die Kandidaten sind. Ich denke, heute ist wieder für jeden etwas dabei. Und mal schauen, wie die es heute alle schaffen werden, diese Krieger hier. Und by the way, mir ist aufgefallen, wir haben ganz schön wenig Fernkämpfer. Naja, gut, muss auch mal sein. Let's go. Was für ein Prachtexemplar! Ich frage mich, wie deine Innereien aussehen. Die haben sind wir mit den Innereien, ich weiß auch nicht. Noch ein Trottel zum Trottel. Warte mal, ach, das sind sogar beide vom Kriegstreiberstamm, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja, das sind beides Kriegstreiber, auf jeden Fall. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das sind tatsächlich Kriegstreiber. Erkennt man an den charakteristischen Panzern, also Armpanzern, die ja nur, glaube ich, diese Gruppe tragen. Und auch. Ja, das sind sie. Boah, da wie die zwei draufgehen hier. Zack. Also jedenfalls Norsko. Krass. Norsko ist ja ein sehr, sehr altgedienter Soldat tatsächlich in meiner Armee. Boah. Und ein hervorragender Kämpfer. Oh, aber hier. Zuka hält viel aus und teilt nochmal mehr aus. Aber er kriegt auch noch eine drauf. Ah, Gift scheint nichts gegen den zu bringen hier, gegen den lieben Norsko. Boah. Gucken. Oh, und da gab es wieder einen guten Treffer von Zuka. Also wenn Zuka mal hier anfängt, dann gibt er ordentlich Gas. Gehen wir gemeinsam. Ich Da bin ich. Also, mal so ganz ehrlich, der gute Norsko setzt hier sehr, sehr viel auf große Attacken, die er versucht gegen Zuka voranzubringen, weil Zuka ordentlich was aushält, obwohl er nur relativ. Er trägt eigentlich keine Rüstung, er trägt nur diesen Schulterpanzer ein bisschen was. Und nicht mal, das ist. Nicht mal, das ist ein Schulterpanzer. Also er trägt ja diese komischen Federn und dann ist die Wampe frei. Also der Kerl hält ganz schön gut was aus gegen den anderen hier, der ja in voller Rüstung hier kämpft. Aber das ist ein enges Matchup, das muss man ganz ehrlich sagen, bei beiden. Auch wenn ich sagen, oh, Norsko scheint sich zurückzukämpfen. Ah, mal gucken. Oh, das nimmt dann. Oh, das könnte das Ende sein. Und Zuka tatsächlich nach einem guten Kampf ist er dann tatsächlich doch noch gefallen gegen Norsko. So, da haben wir sie wieder. Also mein Lieber, du bist jetzt auch gerade keine Augenweide. Sind jetzt schon keine Opfer mehr da? Ihr zwei habt noch keinen getötet. Und fangt jetzt schon an, als seid ihr hier die Besten hier, die Besten der Besten oder wie auch immer. Die Obermacker. Ey, der abgeht hier. Und er hat ziemlich viel Schläge gebraucht, um das Vieh umzubringen. Boah. Aber gegen Uruks kämpft er ganz schön gut. Ja. Oh, aber ihr Krakorn wieder abgeht. Oh, krass. Der hat den ordentlich auseinandergenommen. Sehr gut gemacht. Mal gucken wir mal, ob er sich so weiterhin ob der das weiter durchhält. Krass. Ich kämpfe für Sauron. Und ich werde ihm mit Freuden deinen Tod widmen. Freue mich darauf, dich zu töten. Das sind solche linken Ratten, dass die immer noch für Sauron kämpfen und schwärmen. Aber der hat eine geile Rüstung, das muss man ganz ehrlich mal sagen. Der Auserwählte. Es würde natürlich noch geiler, wenn der dann halt auch direkt noch so ein Nekromant wäre. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber hier unser lieber Zugor ist natürlich auch schon, also man muss ganz ehrlich mal sagen, er sieht halt auch schon extrem nice aus. Ganz einfach aus dem Grund. Der Kerl kämpft hier mit so zwei Schwertern, die man eigentlich eher bei Talion sieht. Und es sieht einfach genial aus. Oh, und er kämpft auch noch richtig gut. Wow! Der geht gut ab, der Kerl. Und jetzt ist er auch noch rationiert. Der rastet gut schnell aus. Tötet seinen eigenen Kameraden hier. Wow, aber gut abgewehrt hier von Aas Gang. Und das muss er auch. Denn er hat schon ordentlich kassiert gegen den
gegen den lieben Zuko, der hier zwar seine komplette Truppe verloren hat und ich glaube, er hat auch schon zwei seiner eigenen Männer getötet, aber er hat hier die Nase extrem weit vorne. Guckt euch das mal an. Auch wenn er... Oh, ach, da kommt der nächste Karagor. Und den hat er jetzt auch gekillt jetzt. Aber ob das reicht, ob wirklich für Asgang nur seine Karagor... Nee, gar nicht. Ein Schlag und er wurde aufgeschlitzt, ausgeweidet. Guter Kämpfer hier, der liebe Zuko. Du willst eine Herausforderung? Gut. Die Loyalen, von denen gibt es auch mehrere, gell? Also gut, es gibt immer mehrere von denen. Oh, er hört direkt drauf hier. Oh, und wie der abzieht. Krass gegen den Bluttrinker hier. Krass heftig. Yo, und wie der den dominiert. Krass. Und noch einmal. Was macht der eigentlich? Der schlägt einfach nur auf den Boden. Naja, der Kerl ist so... Das ist so ein Untier. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Oh, und wie er ihn fertig macht. Und alles klar. Alles klar. Alles klar. Das ist eine ordentliche Leistung gewesen. Krass. Boah, da sind wir ja auch schon im Halbfinale nach diesem krassen Viertelfinale. Das würde ich bei hier dem Zuko lieber nicht sagen. Also dem sein letzter Gegner auf jeden Fall nicht. Das war krass. Wow, und ein guter Angriff. Geil. Beides sind ja schlechter, ne? Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Und der bessere Reiter scheint eigentlich auch Zuko zu sein. Auch wenn hier ein epischer Karagor-Reiter dabei ist. Aber ich finde, es ist eigentlich so mit eine der schon fast schwächsten Fähigkeiten. Also, dass man da wirklich darauf verschwendet, einen... Also, dass man wirklich so eine epische Eigenschaft auf einen Schatten-Karagor verschwendet, das finde ich schon irgendwo ein bisschen... Ha! Eher weniger. Also, es sieht halt cool aus, aber an sich ist es... Ich weiß auch nicht... Obwohl, hier Krakorn, ja gut, der hat auch den stärkeren Karagor. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie sich hier... Alter, beide sind erzürnt. Das wird richtig gut, glaube ich, werden. Also, der Karagor von lieben Krakorn ist noch übrig. Und, oh, Krakorn kassiert sie, und zwar richtig. Und zwar, wie schnell der abgeht, der liebe Zuko. Und da kommt Krakorn ein bisschen zurück. Aber ob das reicht... Boah, geil ist das, ein cooles Matchup, auch wenn es relativ nach einem schnellen Matchup aussieht. Oh, und trotzdem hat auch noch der Stachel gegen den lieben Zuko gewonnen. Krass, sehr gut. Bis jetzt hattest du Glück, aber dein Glück hat nun ein Ende. Da wäre ich jetzt mal gespannt. Also in meinen Augen ist der Favorit absolut Tuca. Auch wenn der Massevorteil hier bei Norsco liegt. Tuca ist ein sehr, sehr guter Kämpfer, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ein sehr, sehr. Was mir besonders bei ihm gefällt, ist seine Angriffstaktik. Er geht eigentlich, er lässt keine Zeit, außer jetzt lässt er natürlich ein bisschen mehr Zeit, bis sich sein Gegner hier wieder aufbauen kann. Aber hier sieht man jetzt schon diese Kraft dieses Berserkers, der einfach mir nichts, dir nichts drauf rennt. Und noch einmal, dafür, was ihm auch im ersten Kampf den Sieg gebracht hat, diese Abfolge von Kämpfen, und das ohne, dass er dabei sogar erzürnt ist. Und das ist krass einfach nur, das ist wirklich heftig. Und er lässt wirklich seinen Gegner überhaupt gar nicht zum Atem kommen. Gut, da kommen natürlich ein paar Schläge natürlich jetzt durch. Aber das macht ihm gar nichts. Er rennt drauf und... Also und sehr, eigentlich sehr, sehr... Oha, und ein Finisher! Und sehr gelenkig für einen Berserker oder einen Schildträger. Oh, krass! Und Norsco enthauptet. Tot. Damit steht Tuca gegen Krakorn im Finale. So... Damit stehen wir nun im Halbfinale.
Der ist selbst nicht mal so hübsch. Also, okay, gut, er. Tuka ist schon echt hässlich, aber beide sind relativ hässlich. Und beide, obwohl, ne, gar nicht wahr. Ich wollte schon sagen, die haben gar nichts zur Verstärkung mitgebracht. Oh, aber bevor hier Krakon nochmal eine gute Parade anbringen kann, da greift natürlich der, ich würde schon sagen, der stärkere Tuka echt krass an. Und er dominiert hier gegen einen sehr, sehr guten Kämpfer. Und, aber Krakon, der wird hier zurückgehauen. Also die Technik, die ist krass bei unserem lieben Tuka. Also der geht richtig drauf. Der geht und zack und getötet. Ja, gut. Also ich würde mal sagen, wir haben absolut einen würdigen Nachfolger des Verstorbenen. Ich habe echt keine Ahnung, wer hier... Ah, Tuhorn, der Ergebene, hat den Platz damals gehabt. Nun geht er an Tuka, den Loyalen. Gefällt mir gut. Also einen Loyalen wenigstens in meiner Armee zu haben. In Kirin Ungol, mal abgesehen von dem lieben Muk. Ja. Damit herzlich willkommen, Tuka, in diesem Kreise. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut. Ciao.